Hallo Internet. Hallo Harry, willkommen zu Hause. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für dieses spontane Video. Heute stelle ich euch das Spiel Spellbreak vor, das von dem Indie-Studio Proletariat entwickelt wurde und nun als Free-to-Play-Battle-Royale im Epic Store für den PC, der Xbox, PS4 und der Nintendo Switch am 3. September erschienen ist. Aber bevor wir anfangen, gerne ein Abo dalassen, wenn dir das Video gefällt, gerne ein Like, wenn nicht, dann ein Dislike. Eure Meinung zum Video und zum Spiel interessieren mich, darum gerne Fragen und Anregungen unten in die Kommentare. Werde zum ultimativen Kampfmagier. Entfessle in dem Mehrspieler-Action-Magie-Spiel Spellbreak den Kampfmagier in dir. Erlerne elementare Magie und passe sie deinem Spielstil an. Wirke mächtige Zauberkombinationen, um andere Spieler in den Hollowlands zu beherrschen. Wähle eine Klasse, Frostgeborener, Leiter, Pyromane, Toxikologe, Steinhauer oder Sturm. Jede Klasse hat ihren eigenen Spielstil und während deine Macht zunimmt, kannst du ihn mit Talenten anpassen. Welche Klasse wirst du meistern? Ein mächtiger Kampfmagier ist nicht nur auf eine Fähigkeit beschränkt. Zwei mächtige magische Handschuhe sind deine Waffen. Kombiniere verheerende Zauber um das Schlachtfeld mit glühenden Tornados, elektrisch geladenen Gaswolken und anderen Effekten zu beherrschen. Erkunde die Karte und suche taktische Vorteile, um deine Gegner zu schlagen. Entdecke versteckte Truhen mit magischen Runen und Ausrüstung, die alles ändern können. Diese Gegenstände verleihen dir die Fähigkeit zu fliegen, dich zu teleportieren, die Zeit zu kontrollieren, unsichtbar zu werden und vieles mehr. Bilde eine Gruppe mächtiger Kampfmagier und bezwinge andere Spieler, um aus diesem einzigartigen Battle Royale siegreich hervorzugehen. Wirst du die Kraft, die Geschicklichkeit und die List vereinen können, die du brauchst, um den Kampfmagier in dir zu entfesseln? Ja, was soll ich sagen? Spellbreak catched me by surprise. Ist einfach so aufgeploppt bei mir, obwohl ich das Spiel schon seit geraumer Zeit kenne und auch habe und Beta-Zugang hatte eine geraume Zeit, weil ich mich damals angemeldet hatte. Ich bin schon wirklich vor bestimmt 2 Jahren oder so drauf aufmerksam geworden und hat damals schon Spaß gemacht, war aber noch sehr bare bones, als ich es gezockt habe. Und jetzt ist es rausgekommen am 3. September und ich dachte mir, hat nichts zu tun, schau es mir doch mal an. Hab's installiert, mein Magier erstellt oder meine Magierin, bin reingejumpt und hatte sehr viel Spaß, überraschenderweise. Habe ich überhaupt nicht erwartet, da ich eigentlich solche Spiele überhaupt nicht gerne angucke, sage ich mal, weil der Grafikstil ist jetzt nicht unbedingt meins. Ich meine, ich mag Stylized Games schon, aber es ist jetzt nicht so mein First Pick, sagen wir es mal so. Es ist nicht das Ding, wo ich sofort drauf anspringe und sage, yo, das muss ich jetzt spielen. Solche Games, die gehen bei mir eher immer übers Gameplay. Und das muss ich sagen, hat mich vollends überzeugt bei Spellbreak. Das Gameplay ist astrein, macht wirklich unglaublich viel Spaß, ist ein sehr kurzweiliges, tolles Battle Royale mit einer Vertikalität, die man so aus anderen Games nicht kennt. Vielleicht noch von Fortnite, wenn man irgendwie die Türme die ganze Zeit baut. Aber hier hat man das halt, weil der Magier fliegen kann. Man kann rumschweben, kann fliegen, mit Fähigkeiten rumteleportieren, wie schon oben im Klappentext erwähnt. Das macht das Ganze sehr abwechslungsreich. Man hat verschiedene Waffen in Anführungszeichen. Das sind so Handschuhe, die man einsammelt. Man hat Feuerbälle rumschmeißen kann oder riesige Felsbrocken und kann das Ganze dann kombinieren. Man kann eine Gaswolke irgendwie hinterlassen und die dann mit einem Feuerball zum Explodieren bringen. All solche kleinen netten Details innerhalb vom Game Loop machen das sehr abwechslungsreich und sehr kurzweilig. Auch der Kreis schließt sich. Nicht so wie bei anderen Battle Royale Spielen, wie zum Beispiel PUBG oder so, wo man halt ewig drauf wartet, dass sich der Kreis endlich mal schließt. Oder ich weiß nicht, in manchen Games schließt er sich auch zu schnell. Ich finde, hier hatte ich immer ein Gefühl von Kontrolle über das, was passiert. Und ich konnte es immer sehr, sehr gut einschätzen, wenn der Kreis sich geschlossen hat. Also das heißt, der Spielfluss und der Gameflow von all diesen Mechaniken, die ineinander greifen, funktioniert sehr, sehr gut und ich glaube, die lange Beta-Phase des Spiels zahlt sich aus. Ich glaube, es ist nicht unbedingt das beliebteste Battle Royale, aber es ist sicherlich eines der schönsten, abwechslungsreichsten und leicht zugänglichsten Battle Royale-Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Es steht einem wirklich nichts im Wege, das Game mal zu testen, zu spielen, egal auf welcher Plattform. Vor allen Dingen, was auch cool ist, es hat Crossplay zwischen den ganzen Plattformen, was wirklich genial ist und was ganz, ganz wichtig ist für so eine Art von Spiel im Jahr 2020.
Weil, ja, ihr kennt ja die Problematik mit den Lobbys finden, mal da geht eine Lobby nicht auf oder so, vor allen Dingen auf PC, finde ich, sterben Spiele sehr, sehr schnell, je nachdem. Wenn nicht genug Viewer auf Twitch oder YouTube unterwegs sind, dann sind Spiele mal ganz schnell weg vom Fenster. Und ich glaube aber, dass Spellbreak da ein bisschen vorgesorgt hat, dass man lange, lange Zeit Lobbys findet, lange Zeit Spaß haben kann mit dem Spiel durch das Crossplay, was wirklich im Jahr 2020, finde ich, muss jedes Multiplayer-Spiel Crossplay anbieten. Von mir bekommt Spellbreak auf jeden Fall das Prädikat sehr wertvoll. Unbedingt ausprobieren. Wie Vigor auch ein Free-to-Play-Titel, der einfach so für mich aus dem Nichts aufgeploppt ist, wo ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wo ich reingejumpt bin und sofort eine gute Zeit hatte. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe das Spiel erst vorher installiert, hab's gesehen, dachte ich, muss jetzt sofort ein Video drüber machen und den Leuten davon erzählen, dass unbedingt mehr Leute es auch spielen, sehen, das Potenzial sehen und auch eine gute Zeit haben, so wie ich. Das ist mein erstes Match gewesen. Seht selber, wie es ausgegangen ist. Danach habe ich noch 3 weitere Matches gemacht und ja, die sind alle, wie soll ich sagen, ich habe gewonnen. Fuck it. Ich habe gewonnen, ich habe gerockt, zerstört, oben und unten, links und rechts, nur Asche hinterlassen. Das Game brennt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, dann ein Daumen nach unten. Über ein Abo freut sich der Algorithmus, aber Gandalf ganz besonders. Danke für deine Zeit, bis zum nächsten Mal.